Hier ein Spital war, ein Spital, das sehr vom Kirchlichen her geprägt wurde. Das war das Salinenspital hier in Bad Aussee und das ist ein Relikt oder noch ein Zeichen, dass hier mal sehr religiös, mit religiöser Motivation gearbeitet wurde. Die berühmte Gößelwand. Das ist die berühmte Gößelwand und das hat eigentlich die Natur gemacht. Es ist eigentlich ein Naturstudio, ja, wo der Felsen durch die verschiedenen Mineralien sich verschieden färbt in der Verwitterung. Hier mit zwei Farben gedruckt, die Zeichnung dazu in rein schwarz-weiß umgesetzt. Das ist vielleicht auch das, wo ich einfach Linien suche, die Struktur machen, die anderswo auch vorkommen. Mhm. Aber das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes. Das war eine Zeichnung auf einem Stein im Val Camonica. Und was mich gereizt hat, dass ich sie 1:1 abgebildet habe. Wir haben es dort einmal auf ein Papier abgerieben. Und ich dachte mir, das wäre ein schöner Holzschnitt. Das ist eigentlich auch nur ein Spiel. Ein Spiel mit Dingen, die einen begeistern können. Und ein bisschen was, soll man sagen, Elementares ist es. Es war so eine Zeichnung, die 800 vor Christus ungefähr gemacht wurde. Das heißt Gespräch. Ich sage es ganz leise dazu, das war eine Telefonzeichnung. Aber? Das sagt man nicht, aber es ist ja. Das war eine ähnliche Geschichte wie vorher mit dem Holz. Vorhandene Elemente genommen und daraus Gotik erzeugt. Das war ein Abschnitt von einem Tischler. Ich weiß, glaube ich, noch den Namen von Tischler. Der Herr Zimmer. Ja, er hat gern getrunken. Aber es ist richtig, wenn ich sozusagen eine Assoziation zur Kirche habe. Absolut, absolut. Ja. Den Gedanken mit den gotischen Bögen hatte ich schon immer mit dabei. Ja, ja. Und das Gespräch gehört ja eigentlich auch in die Kirche hinein. Ist das, ach, Kommunikation? Das ist, ja, natürlich, ja. Es hat etwas, was mit zwischen Menschen passiert. Kommunikation ist dann schon wieder ein bisschen viel, aber Mitteilung von etwas. Ein gewisses Hin und Her, was man dann auch wieder in der Linie finden kann. Zack, zack, zack und zack, zack, zack. Und dann kommt der und der und der sagt es laut und der sagt es leise und so. So wie sind das Bild in der Darstellung immer Kommunikation? Ja, ich glaube, das ist, werde ich auch in der Einleitungsrede sagen, dass der Holzschnitt eins der ganz frühen Vervielfältigungsmittel war in der europäischen Geschichte. Mit dem Holzschnitt konnte man zuerst Auflagen von Büchern machen mit ca. 50 Stück. Das war noch vor Gutenberg, hat man Buchseiten gemacht, die man als Holzschnitt gemacht hat, auch die Schrift dazu. Und erst ab Gutenberg, dann mit der beweglichen Letter, konnte man auch höhere Auflagen machen. Es kommt auch noch dazu, dass die Blei-Zink-Mischung von Gutenbergs Lettern auch höhere Auflagen erlaubt hat. Weil das Birnholz, das meiste von mir ist aus Birnholz geschnitten und das erlaubt nicht viel mehr als 50 Stück Auflage. Dann sind die Kanten nicht mehr scharf.